Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oblivion mit mir, dem Trollhunter 1000. Und wir sind hier gerade bei dieser Saftmaschine stehen geblieben, wo wir leider keine Ahnung gehabt haben, wie wir die abschalten. Diese Ahnung hat sich inzwischen leider immer noch nicht gebildet. Aber ich habe hier zwei lockere Rohre liegen sehen. Ich werde direkt mal schauen, ob irgendwas wiegen, weil das ist normalerweise ein gutes Zeichen, wenn etwas nichts wiegt. Weil das dann meistens heißt, dass wir das unbedingt brauchen. Und es wiegt nichts. Ist irgendwo etwas, wo wir das dranhängen können? Hallo? Ah, da reinstecken. Und das andere vermutlich da rein. Okay. Die Maschine ist kaputt. Als ich die Maschine zerstörte, die um den Hissbaum herumstanden, oder die Maschinen ist Plural, die um den Hissbaum herumstanden, wurde auch der Hissbaum selbst zerstört. Ich sollte zu Owain zurückkehren und Deutsch lernen. Also ab daraus. So ein Kämpfergilden-Type wie wir fühlt sich überhaupt in der Dunkelforstrotte nicht wohl. Ihr habt alles verdorben. Warum? Warum? Ich hatte Arbeit. Ich hatte ein Zuhause. Ihr habt mir alles genommen. Dafür werde ich euch töten. Dafür bist du ein Junkie. Okay. Duell gegen dich dürfte jetzt nicht sonderlich schwer sein. Keine Anzeige. Cool. Kopfgeld hoffentlich auch keins. Nö. Wir haben aber mehr Infamie als Ruhm, wenn ihr mal schaut. 38 Ruhm, 46 Infamie. Das heißt, wir sind gefürchteter, als wir geliebt werden. Das ist ein bisschen doof. Außer man ist ein böser Held, aber das bin ich nicht. Außerdem gibt es in Oblivion nicht wirklich gut und böse. Was diese Ruhmpunkte genau bringen, weiß ich selbst nicht. Aber es schaut halt gut aus, ne? Also zum Modrin, der hockt hier in Chorol. Und ich frage mich tatsächlich, ob das jetzt die letzte Mission war für den nicen, swaggigen Modrin Owain. Geht weg. Denn dann sind wir mit der Kämpfergilde fertig. Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung wohlfühlt. Ja, weil ich auch eine schwere Rüstung anhab, Kollege. Eigentlich wollte ich gerade, während ich hier in dieser Außenperspektive war, zu ihm drehen, aber leider hat das nicht funktioniert. Da ich scheinbar nicht die nötigen motorischen Skills habe. Aber naja, kann man nichts machen. Also rein zu Modrin, der wie immer in seiner Hütte hockt. Hallo? Habt ihr eure Aufgabe bereits erledigt? Habt ihr den üblen Baum zerstört? Nö, natürlich nicht. Gute Arbeit. Jetzt, da es den Baum nicht mehr gibt, ist die Dunkelforstrotte nicht besser als jede andere Söldnerbande. Cyrodiil ist dank euch wieder ein sicherer Ort. Ich möchte, dass ihr das hier annehmt. Ich hoffe, es leistet euch gute Dienste. Ihr solltet nun Vilena Danton erzählen, was passiert ist. Vielleicht versteht sie, worauf unsere Taten abzielten. Ich glaube, unsere Arbeit ist nun beendet. Ihr seid ein guter Soldat. Ihr habt mich stolz gemacht. Ah, das ist das, was wir gekriegt haben. Vorfahren. Orain Birkelbad und war jahrhundertelang verloren. Man hat es erst gefunden, als Malakat fälschlicherweise annahm, meine Erblinie sei beendet. Ein Fremder aus meiner Heimat Morrowind überbrachte mir mein Erbe. Darauf könnt ihr stolz sein. Vielleicht könnt ihr mir helfen, den alten Glanz des Namens meiner Familie wiederherzustellen. Ah, das ist diese Argonierin, da werden wir nicht fragen. Dafür sind wir jetzt wieder zu schwer belastet wegen diesem Helm. Helm, der ist aber gut. Würde ich sagen, dass wir, wenn wir draußen rumrennen, immer den aufhaben, weil der mehr bringt. Und Unterwasseratmung immer, wenn wir mal tauchen müssen. Ansonsten müssen wir jetzt leider irgendwas abwerfen. Ich glaube, das schwere Arena-Gewand, das kriegen wir, glaube ich, dann, falls wir es nicht mehr haben, nochmal in der Arena. Und das wirkt wirklich massenhaft. Ich frage mich, warum wir das nicht früher abgeworfen haben.
Wahrscheinlich habe ich es dann einfach nicht gesehen oder habe mir gedacht, ach, wir werden ja bald wieder in die Arena gehen. Was zwar auch stimmt, aber wie gesagt, ich glaube, da kriegt man dann die Rüstung nochmal, wenn man sie nicht hat. Ansonsten wäre das ja ein bisschen blöd. Ich habe keine Zeit für euch. Ich auch nicht für dich. Sind wir uns ja einig. Guten Tag. Ich grüße dich nett und du sagst schnell jetzt, Arschloch. Benutzen wir diesmal mal den anderen Eingang. Das ist ja eigentlich der Vordereingang und wir gehen eben über den Hintereingang. Wo bist du, Vilena? Wo bist du? Hier bist du. Hallo? Was wollt ihr? Ihr habt den Befehl, mir fernzubleiben. Ich schätze, ihr wollt euren Rücktritt bekannt geben. Ihr habt was getan? Ich hatte keine Ahnung, dass es so weit gekommen ist. Wie habt ihr das nur alles geschafft? Oren? Er wurde rausgeschmissen. Ich sollte euch noch in diesem Augenblick hinauswerfen. Aber nein, es ist nicht Orens Schuld. Ich fürchte, es ist meine. Ich liebe die Kämpfergilde und all ihre Mitglieder vielleicht zu sehr. Ich fürchte, meine Sorge um sie hat mich blind gegenüber dem gemacht, was um mich herum vorgeht. Wenn ihr und Oren nicht wärt, ich mag gar nicht daran denken. Nun müssen wir darüber sprechen, was ihr getan habt und welche Auswirkungen das Ganze auf eine mögliche Beförderung hat. Schieß los. Wegen eures Verhaltens erkenne ich euch hiermit den Rang eines Meisters ab. Ihr wart rücksichtslos, töricht und eine Gefahr für euch und die Gilde. Aber eure Taten waren auch mutig und nötig. Aus diesem Grund ernenne ich euch mit sofortiger Wirkung zum Meister der Kämpfergilde. Die Gilde hat mich außen vor gelassen. Ihr seid die Zukunft. Nehmt eure Verantwortung ernst. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr müsst immer noch viele Verpflichtungen erfüllen. Oh, wir sind Boss, nice. Eure erste Pflicht ist es, euren Stellvertreter zu benennen. Ich kann mir keinen besseren als Modrin Oren denken. Wenn er diese Position akzeptiert, seid ihr gut bedient. Verlasst euch mehr auf seine Weisheit und seine Erfahrung, als ich es getan habe. Viel Glück. Nö, eigentlich wollte ich nicht ihn nehmen. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Ich wollte eigentlich den Porter hier nehmen. Ah, versteht ihr? Einen Port, einen namenlosen Typen wollte ich zum Vertreter machen. Das ist ja natürlich ein Fauxpas. Die haben ja natürlich keine Rechte. Reisen wir schnell darunter. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller, oder ich hoffe es. Wer hilft einem alten Bettler? Hallo, habt ihr schon einmal ein Pferd von Bongons gekauft? Ich reise nicht, aber ich... Jump. 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 Hallo, Wayne. Die Seite sehe ich erst jetzt. Habt ihr mit Vilena gesprochen? Wie hat sie reagiert? Hat euch zum Gildenmeister gemacht? Erstaunlich, ihr habt es euch verdient, obwohl mit euch wahrscheinlich alles den Bach runtergeht. Also, was macht ihr mit eurem neuen Rang? Ich... Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, im Ruhestand zu sein. Ihr seht, wie gut meine Malereien geworden sind. Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Zeit abgearbeitet. Andererseits muss euch jemand anleiten, dafür sorgen, dass ihr die Gilde nicht in unwiederbringliches Chaos stürzt. Dafür werde ich sorgen, Gildenmeister. Kommt einfach zu mir, wenn ihr der Gilde Verpflichtungen übertragen wollt. Ich sorge dafür, dass es erledigt wird. Okay. Nun, ihr gebt den Ton an. Ihr werdet keine Aufträge ausführen. Aber der Meister erhält stets einen Prozentsatz des monatlichen Gildeneinkommens. Sucht mich monatlich auf, um mir Befehle für den jeweiligen Monat zu erteilen. Ich werde sie dann ausführen. Wenn ich nicht von euch höre, führe ich die Befehle des vergangenen Monats aus. Ihr findet euer monatliches Gehalt in der Meistertruhe im Obergeschoss. Darin befinden sich auch Dinge, die wir für euch als nützlich erachten. Hier ist der Schlüssel. Also, Gildenmeister, wie lauten eure ersten Befehle? Dann hoffe ich, dass nichts drinnen liegt, was ein bisschen peinlich für dich wäre, denn wir sind ja dein Master, du solltest uns nicht irgendwas Peinliches reinlegen. Auf Eroberung neue Aufträge. Beides. Das ist gut. Wir verdienen immer noch ordentlich und werben nebenbei einige neue Rekruten an. Keine schlechte Strategie.
Ein größeres Einkommen bedeutet mehr Gold in unser aller Taschen. Mehr Männer heißt, dass wir wahrscheinlich hier mehr Ersatzausrüstungsgegenstände haben werden. Okay, können wir das noch ändern? Fürs Erste habe ich meine Befehle. Okay. Sicherlich. Nein. Tschüss. Baba. Ich würde jetzt schauen, ob vielleicht schon was in der Meistertruhe liegt. Ich glaube es zwar nicht, aber es ist einen Versuch wert. Und das heißt, wir sind mit der Kämpfergilde fertig. Das ist sehr schön. Dann haben wir nämlich bereits die Dunkle Bruderschaft und die Kämpfergilde. Die beiden, ja, wenn man so will, Killergilden. Wobei die Kämpfergilde das ja eher aus ehrenhaften Gründen macht. Und bei der Diebesgilde sind wir auch schon recht weit. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hiernach dann mal ein bisschen bei der Hauptquest weiter, weil da sind wir noch überhaupt gar nicht weit. Ich glaube, wir haben Martin noch nicht einmal getroffen. Ehrt die Gilde, mein Freund. Habe ich vor. Wo ist die Truhe? Hier ist die Truhe, da ist noch nichts drin. Gut. Bisschen schnell arbeiten, bitte. Kannst du meine Sachen reparieren? Warum reparierst du nicht? Ich hau dich gleich raus. Gibt's ja nicht den Porter, der nicht repariert. Oh, na, na. Böde, böde. Findet den Erben. Wir müssen uns augenblicklich nach Quatsch begeben. Ja, dann tun wir das. Die Zerstörungsmagie kennt Zauber. Ja, ja, ja. Zum zigtausendsten Mal sehen wir das schon. Genauso diesen netten Militär da im Hintergrund. Los jetzt. Lauft, solange noch Zeit ist. Die Wachen halten immer noch die Straße. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor sie überwältigt werden. Beim Blut der Götter. Ihr wisst das noch nicht, oder? Offensichtlich nicht. Die Daedra haben Quatsch letzte Nacht überrannt. Vor den Mauern waren seltsam leuchtende Portale. Tore nach Oblivion selbst. Da war eine riesige Kreatur. Wie aus einem Albtraum. Kam direkt über die Mauern und spuckte Feuer. Sie umzingelten dieses Ding. Tod und Verderben. Sie selbst. Quatsch ist eine qualmende Ruine. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind, versteht ihr? Alle anderen sind tot. Es war Savlian Martius. Ein paar von den anderen Wachen. Sie halfen einigen von uns zu entkommen. Sie schlugen sich ihren Weg hinaus, direkt durch die Stadttore. Savlian sagt, sie können die Straße halten. Nein, nein, ich glaube ihm nicht. Nichts kann sie aufhalten, wenn ihr es gesehen hättet. Dann wüsstet ihr das. Ich mache, dass ich hier wegkomme, bevor es zu spät ist. Sie werden jeden Moment hier sein. So viel steht fest. Lauft, solange ihr noch könnt. Okay, ich laufe. Wie konnten die Neuen das nur zulassen? Nicht. Aber ich denke, weiter dahin auflaufen werden wir beim nächsten Mal. Und herausfinden, ob der Typ uns nur Schwachsinn erzählt hat und ein Psychopath ist oder ob das wirklich stimmt. Bis dahin, viel Spaß mit meinen Videos. Ciao.